Halbfinalzeit in der österreichischen Meisterschaft. Im Hinspiel trifft die beste österreichische Mannschaft des Grunddurchgangs VEU Feldkirch auf den Sieger der Gruppe Mitte RB Salzburg Juniors. Die jungen Bullen legen los wie die Feuerwehr. Arak auf Lindner, das 0:1 nach 107 Sekunden. Salzburg von vorne weg, das spielbestimmende Team. Vierte Minute, Scholz mit dem Fehlpass, Maisari bedient Feldner, 0:2. Eine Minute darauf, nach einem Gestocher, ist Rattensberger am schnellsten, das 0:3 nach nur 5 Minuten. Feldkirch nimmt sich ein Timeout, jenes bringt ein wenig Stabilität und keinen weiteren Treffer im ersten Drittel. Der zweite Abschnitt beginnt mit einer Überzahl für Feldkirch, doch Salzburg kann kontern. Feldner auf und davon, bedient Neimann mustergültig, Shorthander 0:4. Feldkirch findet weiterhin keinen Zugriff aufs Spiel. So darf Salzburg quasi ungehindert weitermachen. 34. Tjernström wird nicht angegriffen und er trifft. 5. Treffer für RBS. 3 Minuten noch zu spielen im Mitteldrittel. Zitz und Feldner führen die VU Defense vor und das halbe Dutzend ist voll. Salzburg gelingt nun alles. Auch diese Scheibe von Lusujaniemi findet über Umwegen den Weg ins Netz. 0:7, der zweite Pausenstand. Spiel somit entschieden, das dritte Drittel mit Testspielcharakter. Neimann mit Platz, Lusujaniemi fälscht ab, der zweite Treffer des Finnen mit dem unaussprechlichen Namen. Das Spiel ist mittlerweile 44 Minuten alt. Einmal die VU mit Samarcic, der bringt die Scheibe vors Tor und Fekete die Scheibe ins Tor. 1:8, der Ehrentreffer, wenn Sie so wollen. Die letzte Aktion des Spiels gehört wiederum Salzburg. Neimann eröffnet auf Feldner, der mit dem 53. Torabschluss und dem 9. Treffer für die Bullen. Feldkirch schießt in diesem Spiel lediglich 13 Mal aufs Tor der Gäste. So hat die VU nur noch die theoretische Chance, ins Finale einzuziehen. Im Rückspiel müsste ein ähnlicher Kantersieg gelingen. Die Frage nach dieser Leistung lautet nur wie. Janik Lebeder, heute Spiel gegen Salzburg, erste Halbfinalpartie. Ich glaube, kann man einfach wohl sagen, war wohl nichts. Ja, ich glaube, wir haben das Spiel in der ersten 5 Minuten schon verloren. Sind wir 3:0 hinter gewesen und dann ist es schwer gegen so eine Mannschaft zum Aufholen. Ja, kann man nichts machen. Läuferisch definitiv eine starke Mannschaft, Salzburg, aber es hat bei uns einfach nicht am Stock funktioniert, war einfach der Kopf nicht klar. Ich weiß nicht, sie sind ein junges, schnelles Team. Sie sind wirklich gut, aber so eine Leistung dürfen wir uns nicht erlauben gegen so ein Team. Und ich weiß nicht, das 9:1 ist einfach zu hoch. Was wird der Plan sein am Samstag im Rückspiel? Einfach ein gutes Spiel, dass man gut reinkommt gegen Jesenitz am Mittwoch. Und ja, einfach probieren zum Gewinnen ist, glaube ich, immer das Ziel von einem Spiel.